zu einer geschmeidigen Runde Nations Red. Wir machen einfach mal einen Einzelplayer und dann sagt er mir, wie er das Spiel so findet. Wir gehen mal in das hier. Oh ne, warte, wir spielen Warenhaus auf Mittel, genau. Und dann legen wir mal los. Einfach mal ein paar Zombies leer, Loot leer. Oh ja, nice. Jetzt ist die Frage, wie konnte man Options, Steuerung, Waffenmaus, U und F. Nachladen. Gesundheit, die Glocks. Minen legen, ja, nice. Dampfer anmachen. Sichern. Ghosten. Da kommt da so ein Ghost, da kommt noch ein Ghost mit einer Pistole. Ein Super Bouncy, wow. Und je weiter wir jetzt kommen im Level hier, desto mehr und stärkere Monster kommen. Fadenkreuz sehen wir auch, den Nachladedings, wie lange das dauert. Und Maschinengewehre sind halt immer auf dem Opti. So. Heavy Sentry. Das geht nur einmal. So, Seekers. Und wann kommen dann auch mal so krassere Zombies, diese Kettensägenmörder und so ein Käse. Oh, eine Brechstange. Und die lassen immer so Power-Ups fallen. Gesundheit ist immer sehr nice. Random Dynamitspangen sind auch nice. Flammenwerfer ist nicht so nice. Da der Axtmörder. Der hält halt ein bisschen mehr aus. Gut, dass wir hier gerade so ein Dynamit-Ding bekommen haben. Ja gut, der hat ein Antigravitationsgewehr. Nicht ein Antimateriegewehr. Aber das brauchen wir nicht. Gucken, wie lange wir durchhalten. Raserei gibt ein Power-Up auf unsere Waffen, die werden überladen. Wieder Rage-Mode. Das ist einfach, es gibt ja nicht wirklich irgendwie eine Kampagne oder so in dem Spiel. Es ist einfach nur Zombies abmetzeln mit verschiedenen Waffen. Es gibt nicht nur Schrotflinten, es gibt Pistolen und alles mögliche an Uzis und hast du nicht gesehen. So ein Dynamit ist immer sinnvoll, wenn du da ist ein Gaspack. Ja, man kann immer nur eins von jeder Sorte haben. Schade. Da, der Metzger. Raserei wäre jetzt. Oh, da sind wir drauf gegangen. Level 9. Ja, wiederholen wir das Ganze einfach nochmal, ne? Und weiter geht's. Na, da haben wir uns hitten lassen, das ist ein bisschen ungünstig. Feuersbrunst geht immer. Es gibt auch Achievements. Double Clock. Einfache Glock, Stimpack, oder das sind Granaten, nice. Der Dampfhammer ist auch nice. Verschießt so Luftdruck.
Das ist so ein Single-Shot-Granatwerfer. Der schießt halt heiße Nägel, ne? Ist halt auch nice. Oh, no reload, das ist nice. Da können wir einfach so durchheizen. Eine gewisse Zeit lang. Wir müssen den Pit halt hier schön sauber halten. Da ist ein Brawler. Der hält ein bisschen mehr aus als die anderen. Das halt. Kevlarvest ist auch nice. Gesundheit ist auch nice. Auch sowas wie schnelleres Nachladen, Quickfinger oder so heißt das. Mega nice. So. Aftershock. Stimpak. Alles mal nachladen. Oh, no reload. Ah! Egal. Wir machen noch eine Runde. Wir waren auch nicht so gut jetzt, ne? Wiederholen. Auf geht's. Erste Runde war die beste. Dual Ozis sind auch nice. Granaten sind auch immer lit. Da sehen wir schon, da kommt der Axtmörder gleich. Tarnen wir uns mal eben. Mal schnell nachladen. Alle 60 Sekunden eine Granate gratis. Haben wir uns so ein paar Bonus-Dinger geholt, die random Schaden verteilen. Sei es jetzt nun Hand Gottes, der irgendwen damaged, Risse oder Nagelstöße auf den Boden. Ist halt alles nice. Und wir haben an der Schistungs geholt, wenn ich das richtig gesehen habe, wo wir dann alle 30 Sekunden Granaten kriegen. Hier, da kriegen wir Granaten mit. So, Accuracy. Gibt auch so Bonus-Damage-Gedöns. So, da ist Quickfinger. Das ist gut. Minenleger ist auch gut. Schauen wir gerade nochmal für eine wichtige Funktion nach.
Bewegung, springen ist E. Alles klar. So. Und jetzt machen wir die hier mal ein bisschen kleiner. Die Gruppen. Der Junge, die Stuhl-Uzis, ne? Wieder geschafft, ne? Ja, das ist gut. Schnell doppelte Erfahrung und den Kettensägen-Typen hier umbringen. Paar Granaten snatchen. Gut, Dynamit ist immer gut. In die Gegnergruppen rein. Doppel-Explosion. Jo, boom. Petzak töten. Schön hier reinhalten in die Suppe. Das war gerade die Hand Gottes, die da runtergeflogen kam. Sehr beliebt, macht aber am Anfang nicht so viel Schaden, aber für so ein Random Damage ist das immer gut. Oh ja. Yeah. Und wenn man früh Regeneration kriegt, auch es gibt einen Perk. Wenn man Granaten hat, dann erhöht man damit zwar das Gewicht, also man wird langsamer irgendwie, aber man hat auch mehr Rüstung. Rüstung ist immer interessant in jedem Spiel. Bouncing Betty ist auch immer ein Klassiker, wie ihr seht, die Zombies werden mehr zum einen und fettere Zombies, ne? Raserei ist auch immer gut. Ich glaube, wir bleiben bei den Dual-Uzis. Die sind sehr, sehr formidabel, sage ich jetzt mal. Feuersbrunst. Da ist jetzt mal so ein MG und der Quatsch, so ein Minigun. Dude. Der random halt in die Gruppe rein. Schwierig. Zum Glück haben wir Regeneration, das kann ich mir sonst nicht. Sollen wir das hier nicht so lange durchhalten? Es gibt auch ein Achievement, wenn man so und so viel mit den Nahkampfdingern da getötet hat, kriegt man das. Naja. Das ist auch nice. Für Gegnergruppen auszudünnen, ne? Wir bleiben mal bei den Uzis. Eine Turbine ist auch immer sehr interessant. Was kommt jetzt hin, die Turbine? Drückt halt die Zombies da weg, wenn ich es richtig verstanden habe. So, wieder ein bisschen leveln. Seeker sind so Minen. Aber warum nicht? Das ist jetzt nicht so geil. Nein. Das ist gut. Da gehen diese fetten zwar in die Luft, aber das tangiert uns nicht mehr so krass. So. Ja, das ist auch fürs Ende relativ cool. Aber wir versuchen halt noch ein paar Runden zu überleben. Und doppelte AV. Da ist ein Granatenzombie, der schmeißt random Granaten in alle Richtungen. Das war wieder Hand Gottes. Jetzt mähen wir halt mal hier so ein bisschen durch. Da war wieder Venom zu sehen, wenn diese Nadelspitzen so rumgehen. Oh ja, das war Hand Gottes. Geht halt hier einmal durch das Ding, ne? Wir können leider keine Granaten selber throwen, wir können die nur um uns herum explodieren lassen. Damit, falls so viele Zombies an uns dran kleben, wir die halt wegdrücken können. Hier oben ist wieder so ein Dude. Maschinengewehr-Dude.
Oh ja, das war jetzt ein bisschen uncool. Wir haben das MG nicht gelockt. Wir haben zum Glück volles Leben. So, Counterblow. Heavy Iron? Nee. Counterblow. Amor. Das Brome. Sawblades, das ist auch noch gut. Dann kommen ab und zu mal so. Ja, so fliegende Kettensägen halt durch die Gegend. Das ist ziemlich witzig. So, hat was. Da sind gerade die Kettensägen. Na hier. Mal alles nachladen. Ja, der Granatenzombie, der schmeißt hier noch seine Granaten durch die Gegend. Das ist wieder ein Kettensägen-Dude. Und werden wir wieder beim Maschinengewehr. Und wieder in irgendeiner Ecke. Ja, der Dude, der nervt halt, ne? Der Kettensägen-Dude, weil der geht halt richtig close, ne? Oh, Stimpak, nice. Geh weg. Feuersbrunst. Stimpak halt hier einmal komplett rein, ne? Das war wieder Hand auf Gott. Da fliegen ein paar Seekers durch die Gegend. Der Kreissägen-Dude weiß nicht, was er tun soll. Und jetzt alles in Zeitlupe. Mehr Munition. Dafür sind halt die ganzen Sachen gut. Hier die Sägeblätter und hast du nicht gesehen, dass sie so randomized die Typen umhauen. Naja. Payload. Das machen wir mal. Nice, der Kettensägen-Dude ist jetzt tot. Wir zünden randommäßig hier Leute an. Ja, schwierig, schwierig. Schwierig. Ein Replenish wäre praktisch. Flashback. Power-ups. So, Namen nachladen. Wechseln. Und ab geht die Fahrt. Das war auch wieder ein lustiges Power. Das war dieses Aftershock, glaube ich.
Wow, das war eine nice Rolle. Oh, da ist ein Metzger. Der jodelt halt gerne mit Äxten durch die Gegend. Oder sowas in der Art. Schwierig. Nice Gesundheit. Stampfer. Jo, das finde ich nice. Tarnung, nachladen. Geschütz ist immer gut. No reload. No reload ist halt übelst GG, ne? Ah, den hat's zerlegt. Bouncing Betty. Da sind die Seekers gerade gewesen. Brawler, den kann man eigentlich ganz gut mit dem Antimateriegewehr zerstören. Was wir natürlich nicht haben. Aber wir haben andere Sachen, wie zum Beispiel schnell laufen. Also von einer Ecke in die nächste Ecke. Okay, was können wir als nächstes? Ja, warum nicht? Das war wieder ein paar Seekers und Venom. Granaten sind immer gut. Dynamit, da können wir dann mal eine Todesrolle in die Gegner reinmachen. Ja, Brawler kriegt schon Schaden, aber halt reduziert, weil er ist halt krass gepanzert, ne? Wahrscheinlich nichts zu sagen. Und nach da. Und nach da. Oh, das ist sogar so ein Kreissägen-Dude. Oh ja, ein paar Minen. Okay, jetzt geht's ab. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Nein. Oh, habe ich nicht gesehen. Nice. Aber das war ein kurzer Einblick in dieses Spiel hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel lustigen Zombie-Spaß wie ich. Bis dahin. Tschu-tschu.